das Schwein. Jo. Ach, Idiot. Das war knapp. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC, Folge 144. Letzte Folge sind wir wieder so ein bisschen reingekommen nach einer sehr, sehr langen Assassin's Creed Pause. Und jetzt sind wir wieder voll drin im Game, würde ich sagen. Wir haben in der letzten Folge bereits zwei weitere Ordensmitglieder gekillt. Einer davon sogar mit einer Stufe weit über 100 mehr als wir. Den konnten wir komischerweise ziemlich easy besiegen. Was unter anderem natürlich auch daran lag, dass er sehr träge war, sehr groß und sich nicht so schnell bewegen konnte. Das war unser Vorteil. Und hier haben wir einen Punkt, den wir kurz mitnehmen, den wir dann jetzt diesmal auch ziemlich easy holen sollten. Und dann gehen wir endlich zum Hauptmissionspunkt und machen da weiter. Da wollen wir uns jetzt natürlich nicht von aufhalten lassen. Wie gesagt, das ist ja jetzt schon Thema von so vielen Assassin's Creed-Folgen gewesen. Wir wollen uns eigentlich nicht so sehr auf die Nebenstories konzentrieren und vielmehr die Hauptstory jetzt durchknüppeln, damit wir das Game einfach durch sind. Denn wie gesagt, viele, viele andere Projekte, auch neuere, drücken von hinten und wollen gestartet werden. Aber das geht natürlich nicht, solange noch die ganzen alten laufen. Ja, ein paar Nebenquests nehme ich natürlich immer ganz gerne mal mit, gerade wenn wir in der Nähe sind und so. Dazu zocke ich das Game auch einfach zu gerne. Ich muss auch sagen, ich mag das Game sehr gern. Also mir gefällt es wirklich und deswegen nehme ich da natürlich auch ein bisschen was mit. Und aber so eine Punkte gehören dann einfach auch dazu, um das Game dann eben auch leichter zu machen und so. Und jetzt Kamera weg, ich bin still. Genießen wir die Aussicht. Synchronisierung abgeschlossen. Hier ist tatsächlich auch die empfohlene Stärke 340. Naja, dafür haben wir die ganzen Leute trotzdem fertig gemacht, würde ich sagen. Die haben wir gut abgeräumt. Und ja. Mal kurz hier meinen Stuhl ein bisschen richtig rücken. Meine Kamera ist nicht so 100% gut ausgerichtet. Da müssen wir entschuldigen. Es ist nur ein Problem gewesen, dass ich den Rahmen und sowas alles jetzt erst auf die Schnelle neu gemacht habe. Die Kamera, die werde ich wohl nochmal anpassen müssen. Mein Pferdchen stand hier, wenn ich das richtig im Blick hatte. So, wir wollen jetzt aber mal zu diesem Teil. Ich hoffe, ich komme hier raus. Boah, ich bin echt gespannt, wie das Ende dieses Games hier aussieht. Ist mal ohne Scheiß. Also wir haben jetzt schon so viel gemacht, gegen so viele Sachen gekämpft und so weiter. Und trotzdem, also ich muss aber auch sagen, wenn es um Story-Game geht, das ist halt wirklich, wenn ich 60 Euro, wenn ich einen Vollpreistitel bezahle, für ein Story-Game ohne Multiplayer und so weiter, dann ist halt das schlichtweg auch das, was ich an Umfang auch erwarte. Ja? Da enttäuschen ja auch manche Story-Games. Wobei ich auch sagen muss, ja, viele Story-Games kosten ja auch nicht Vollpreis 60 Euro. Aber die, die es tun, da erwarte ich halt auch einen riesen Umfang. Einfach, weil ich für mein Geld auch was machen will. Lager theoretisch, aber das ist ja wie gesagt hier in der 340er Geschichte. Ach, da kann er rüber, okay. Natürlich, genau ins Lager, warum nicht? Ich darf ja nicht erwischt werden.
Yep. So, da können wir mal den Controller hinlegen. Und uns einfach mal hier leiten lassen. Der macht das Ganze ja. Ah, jetzt nimmt er aber den falschen. Moment. Nee. Den mal bitte raus, ja? So. Aber das macht er dann trotzdem. Ah, oh, eine schöne Sache, muss ich auch sagen. Also, es ist doch toll. Nicht aufhören, bitte. Oh, ach, diese Engine, ey. Mal was Schönes. Aber nein, es geht natürlich wieder nicht. Ach, mein Gott. Ach, wegen dem Stickdrift, was mein Controller hat. Boah, es muss entweder, ich weiß es nicht. Wenn man den linken Stick bewegt, dann bricht er ab und da mein Controller leidet unter massivem Stickdrift, leider. Was ich echt schwach finde, weil es ist ein Xbox Elite Series 2. Der hat gar nicht wenig gekostet und der hat es ganz schlimm gerade. Und ich finde nicht mal, dass ich die unbedingt hart durchnehme, die Sticks. Also ist ja nicht so, dass ich den penetriere, diesen Controller. Das ist leider ziemlich schwach. Muss mir halt überlegen, ob ich mir jetzt da nochmal so einen mal hole oder ob ich das vielleicht lieber lasse. Also selbst normaler Xbox One Controller ist ja nicht billig mit seinen guten 70 Tacken. Ja, heute ist Prime Day. Tatsächlich zu meinem Zeitpunkt der Aufnahme. Ah, hier sind wir jetzt auch schon in der Stadt. Glove Kestrashir. Sehr schön. Das heißt, wir können ja jetzt endlich mit den Missionchen starten. Das machen wir auch auf jeden Fall. Nur kurz hier diesen Punkt mitnehmen, damit wir hier auch einen Savepoint haben und so weiter. Das ist da dieser Kirchturm da hinten. Wir scheinen auch alle gar nichts gegen uns zu haben. Ist ja prinzipiell auch mal nicht schlecht. So, ich glaube, das Pferd lasse ich mal hier stehen. Die Kirche des heiligen Sinelhelm, was? Okay, aufs Kreuz natürlich drauf, was auch immer. Ich bin sehr gespannt auf das neue Assassin's Creed. Die Grafik sah wieder bombastisch aus, wird wieder ein bisschen in die Wüstenregion gehen, wie es ja schon bei dem 2017er Teil war, dem Origins, was ich auch sehr, sehr cool fand, was ich sogar Let's Play angefangen hatte, aber leider zu spät und dann ist es nichts geworden und Odyssey hat mir dann vom Setting her nicht gefallen und dann ging es erst mit Valhalla bei mir los mit dem Assassin's Creed Universum, aber Origins habe ich auch privat etwas gespielt, ein paar Stündchen zumindest. Synchronisierung abgeschlossen. Empfohlene Stärke 220, das ist tatsächlich auch etwas über unserem Level. Aber nicht so krass. Kann ich hier irgendwo jumpen? Ja. Du willst nichts, dann will ich auch nichts. Hast du nochmal Schwein gehabt? Boah, Junge. Flieg, Freundin. Boah, der Stickdrift ist ja maximal belastend. Gut, also da auf der anderen Seite das Haus. Das wird sein. Da gehen wir hin.
So, wir müssen mit Gunnar sprechen an der Vereinigung der Flüsse Athena und Temese. Im westlichen Teil der Stadt. Gar kein Problem. Da bist du ja, Gunnar. Und mit einem Lächeln, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. So, und los. Eivor, wusste ich doch, dass ich dich gerochen habe. Gunnar, du warst so schnell von zu Hause weg. Ich dachte, eine Valkyria hätte dich entführt. So war es auch, diese Valkyria hier. Brigitte, Quell meines Herzens, das ist Eivor. Nur eine besondere Frau könnte unseren Gunnar bändigen. Bavendine da, mit Maisie Greeley. Auch schön, dich kennenzulernen. Wie hast du hier mitten im Nirgendwo eine Frau gefunden? Sie kam durch die Siedlung und verkaufte Runen. Sie strahlte heller als jeder ihrer Steine. Sie bot mir einen Handel an, eine Rune für eine Brosche, die ich gerade machte. Ein guter Tausch für mich. Aber sie liebt dieses kleine hässliche Ding. Hast du Familie, Brigitte? Das Mama Dad kadet even gille den Anon. Können hab Drews me. Briggs Mama und Papa waren die letzte Hohepriesterin und der Aldermann. Sie sind nicht mehr hier, aber der jetzige Aldermann sorgt für sie. Ich würde diesen Aldermann gern treffen, wenn eure Familien jetzt vereint werden. Eine Verbindung geschmiedet in Liebe. Komm, suchen wir ihn. Und gib mir nicht die Schuld, wenn er ein, zwei Sachen über dich gehört hat. Kommst du mit, Brigg? Dem Jolch. Utu bags of air sich o gumpas gilydd. Gut, dann verschwenden wir mal keine Zeit. Der Aldermann hat also vielleicht ein, zwei Geschichten über mich gehört? Nicht nur von mir. Dein Name wird noch über Jahre auf den Lippen jedes Skalden sein. Und umherstreifende Wikinger beunruhigen die Mercer hier nicht? Sie kommen von überall her, um Sarvin zu feiern. Die meisten sind zu sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auf uns zu achten. Sarwin, dafür sind diese geschnitzten Wurzeln? Für diesen Brauch? Genau. Lichter mit Gesichtern, um böse Geister abzuwehren und die Kinder heimzuführen. Sie sehen zum Fürchten aus. Lass uns ein paar davon mitnehmen. Jo, kein Stress, okay? Ist der Aldermann. Kanon! Ein guter Anführer, der sich um die Sorgen seiner Leute kümmert. Gehen wir zu ihm, wenn er fertig ist. Gut. Dann stelle ich dich erstmal Tudor vor. Die Hände kalt und feucht wie ein toter Barsch, aber das Herz am rechten Fleck. Er wird Kanons Nachfolger als Aldermann. Tudor, das ist Eivor, meine Clanführerin. Ah, ja. So wie Gunnar von dir sprach, erwartete mich ich... Mich auf einem geflügelten Pferd, das ich Kranke und Blinde heile? Seine Schmeicheleien sind so stumpf wie sein Hammer. Ah, mehr Heiden, die sich an unseren Tisch drängen. Wundervoll. Was führt dich her? Wie man so hört, wird es schwer sein, Kenons Fußstapfen auszufüllen. Und deine Füße sehen eher schmächtig aus. Ja, alle guten Freundschaften beginnen mit Wortgefechten. Was hat die Freundschaft der Dänen dem christlichen Mercier gebracht? Könige von Gottes Gnaden durch Handpuppen ersetzt. Diese Handpuppen beschützen euer Land und füllen eure Bäuche. Ich will keinen Dank, nur Gastfreundschaft. Äpfel! Eivor, warte, bis du den Apfelwein probiert hast. Den magst du doch, oder? Tudor, Apfelwein? Ah, du musst Eivor sein. Tudor, ich sehe, du hast unseren Ehrengast schon begrüßt. Du kommst gerade rechtzeitig für mein letztes Samhain. Auf deinen Wunsch heißen wir alle Heiden willkommen.
die nach Gottes Glowecaster kommen. Tudor, als dein Erntekönig verlange ich, dass du dir die Rübe aus dem Arsch ziehst und fröhlich bist. Du bist also hier, um die Familie zu treffen, bevor er meine Brigid fortbringt, um die Braut eines Schmieds zu werden? Wir fühlen uns geehrt, dass sie Teil des Rabenclans wird. Doch das Grün hier können wir kaum überbieten. In dieser nebligen Jahreszeit muss ich mein Mädchen und mein Land fortgeben. Doch Gunnar ist ein guter Mann und er spricht ständig von dir. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich muss mich noch um etwas kümmern. Ach ja, der Schrein. Bei so vielen Dieben und Bestien hier läuft man glatt Gefahr, im Dienste Gottes umzukommen. Kenon, ich brauche keine Heidin zum Schutz. Oh, er wird in den besten Jahren niedergestreckt, ohne eine Erinnerung an warme Schenkel oder Apfelwein, um sich im Jenseits daran zu erfreuen. Bei meiner Ehre, dann werde ich nicht ruhen, bis er wohlbehalten zurück ist. Einverstanden, Tudor? Dann bin ich wohl überstimmt. Nur was will eine Dänin bei der Preisung des heiligen Kühnechelm? Gott wird weinen. Meine Geliebte, ruft Eivor. Falls du dich anschließen willst, wir gehen nachher noch zu einem Mummenspiel. Geht, möget ihr eine eiserne Freundschaft schmieden, aber gebt auf Feen, Sumpfwesen und Böses Acht. Ich muss einem Gelübde beiwohnen, einen Lehrling einführen und ein Schwein schlachten. Sollen wir? Die Geschichte von Weidenmann. Saga Glowecastrashir. Okay. Kenon gesteht diesen Heiden zu viel zu. Das schaffe ich als erstes ab, wenn ich Aldermann bin. Feuer und Zauberei. Geister in der Luft. Glowecastrashir hat sich von Gottes Licht entfernt. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern. Vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten nicht. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen? Oder ist dieser kühne Helm dein Gott? Nein, so nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort auf der Weid unter Dornen verloren, liegt Kühnechelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du, der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht vonnöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kenon halten und dich sicher zurückbringen. Das ist schon geil hier. Muss schon mal so sagen. Sprich mit Tudor. Aber erstmal wird geklaut. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gern mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor, ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen? O Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut. Geduld. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit. Such dir ein Versteck. Wo kommen die her? Er lebt, das Schwein. Jo. Ach, Idiot. Das war knapp.
Tja. Natürlich muss da irgendwas passieren. Eivor? Danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kenon das zweite Gesicht. Teufelsbrut. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten nach Gloucester zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kenon mein... Ja, ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Und Eivor? Ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Das ist doch etwas, das wir sehr, sehr gerne annehmen. Da gehe ich auch mal von aus. Was ist das denn hier? Verteidigungsspuren an Armen und Beinen. Die Bauchwunde beendete den Kampf. Ich tippe auf ein Wildschwein. Ja, gut. Ja. Achso, ja, die drei haben wir ja schon gemacht. Ah, na, dann. Dann können wir es auch kurz machen, haben wir ja eh schon besiegt. Ist da ein Spieler gestorben, oder was? An den? Sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.